Moin, moin und hallo am Donnerstagmorgen. Ja, hier geht's fröhlich weiter, genauso wie wir am Dienstag aufgehört haben. Holger ist am Verkaufen und mal gucken, was Dani eventuell heute verkauft kriegt. Also lassen wir uns überraschen. Am Ende moin. Der Folge wissen wir mehr. Moin. Moin. Hallo. Moin. 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 Ja, wir warten zum großen Teil aber wahrscheinlich langsam auf gutes Wetter, ne? Die Drescher warten so ungefähr. Also ich fühle mich gerade wie auf dem Bau. Eine Arme, zwei gucken zu. Das ist nicht eher auf dem Amt? Moment, auf dem Amt wird Mikado gespielt. Nee, das ist bei der Stadtwerke. Ja, alles, wo es beamtet wird. Ja. Aber wenn ihr beim Bauhof Zeit habt, ich bräuchte noch eine Ladung Heuballen. Hey, jetzt arbeitet auch noch eine Arbeit aus. Ich kenne das eher so im Büro. Wenn, Barack. Drei im Büro, eine arbeitet. Zwei Beamte und ein Ventilator. Der Ventilator arbeitet? Ja. Und ja, muss ja. Ich bringe mal Heuballen rüber, ne? Benni, der haut dir einen Klopf und am anderen raus. Das ist der Wahnsinn. Und Dani schüttelt nur den Kopf. Noch eine Ladung Mischfutter, oder? Wie viel ist denn? Ist er noch komplett? Dann ja, aber nicht, dann nicht. Keine Ahnung. Mal gucken. Nee. 60. Ja, dann lohnt das nicht, ne. Ah, schön. Würde ich mit dem Drescher in die Mitte fahren? Ja. Du oder ich? Und zurück. Ich stell die Schneidwerke schon mal hin, ich kaufe. Robin Queen ist wieder am Start. Ja, ist jetzt fertig. Du meinst wohl eher Shopping King? Alter, was war? Oh! Speicher! Da war ein Speicherleck. Der war aber kräftig. Nicht unbedingt, ja. Ich hab was gekauft. Achso. Boah, was hast du gekauft? Ein großes Arbeitsgerät? Ja, das war mir schon klar. Hast du den Rubicon nach der großen Fährt schicken? Ansetzen? Hilfe? Was ansetzen? Pflanzen. Pflanzenschutz? Ja. Ja, mach ich gleich. Ui. Probleme im Schneidwerk endlich weg, wa? Oh. Düngerstreuer denn überhaupt fertig auf dem Feld? Ja. Schafft. Ganz, ne? Muss unten, muss die Ecke noch. Dann setze ich den da nochmal hin. Wieder da. Hey, nein. Alter, was war das? Ich bei mir. Was denn bei dir nicht? Nein. Noch unten komplett gedüngt werden. Noch Helfer geht auch. Komisch, komisch. Das Ganze manchmal. Dauert noch. Dauert noch, würde ich sagen. Nur weil du einen neuen Drescher gekauft hast. Psst. Hm? Schneidwerke sind aber unsere, ne? Nicht, dass du wieder ankoppelst oder so. Es geht das überhaupt? Oh. Weiß ich hab nicht. Auch ein Schneidwerk. Ich muss blau oder grün? Grün, blau ist meins. Oh. War doppelte. Zwei finden, ne? Doppelt. Ja. Vorne. Eins für hinten, eins für vorne. Das kannst du alles auf einmal gut mitnehmen. Die Anhänger? Der Anhänger gehört auch uns, den musste ich zurücksetzen. Ich hoffe, er war nicht voll. Nee. Hawk, brauchst du noch? Moment, ich muss mal gerade was gucken. Klappt voll! Heute daheim!
Ich wollte hatte die Dingensschaltung noch nicht aktiv, die Leertastenschaltung. Brauchst du Hilfe? Ja. Ja, ich steig mal auch noch 14 Ballen. Ja, ich überweis mal Geld Richtung Osten, ne? Das hört sich immer gut an, das haben wir. Soli. Der Soli ist da, oder? Ja. Wird scheiß nicht angekommen. Vielleicht kommt noch einer. Holger. Gezahlt? Nein, noch nicht. Muss ich schon wieder Vorkasse zahlen? Nee, ich bin schon auf dem Weg zu dir. Gott, geh ja schnell die Bestellung. Wie viel waren es? 38.800, ne? Yep. Yep. Benjamin, wie weit hast du das Feld? Ein Viertel ungefähr noch. Das sollte angekommen sein. Ist angekommen. Jetzt endlich mal aufhören wir zu regnen, das wäre schon. Ich weiß, man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, aber wir haben nach 11 und es ist noch keine runtergeflogen, gell? Holger, was ist los? Was? Wieso bist du noch nicht runtergeflogen? Keine Ahnung. Denn hier verlass einfach mal so den Server. Anstandshalber. Einfach fürs Feeling. Keine Zeit, rechter Fuß auf dem Gas. Dann muss Jürgen wieder. Ja, Jürgen. Nee, lass mich aus dem Spiel. Jürgen macht hochkonzentrierte Feldspritzen. Ja, gut. Wie man ihn kennt. Wartet auch echt den Stress aus schon wieder hier, ne? Ja, Benni, bist du doch gewohnt von mir, oder ne? Ja. Benni kennt halt keinen anders. Erst nach hoch, dachte ich. Der Drescher? Ja, genau. Ich hab doppelte gespannt. Genau, wir brauchen ja nicht beide Schneidwerke. Holger, wieder in die 30, 31. In die Pellets, gleichzeitig. Ja. Genau, deswegen, da kann auch ein Drescher hin. Muss ich irgendwas einstellen? Nee. Nee. Das war ein Speicherleck. Kurz vorm Ziel. Wieso hast du den Ballen abgeladen schon oder was? Nee, noch nicht. Gegenüber. Deswegen sag ich ja, kurz vorm Ziel. Und raus von Alex. Juhu. Bei den Hühnern den Rest. Wir kommen nicht über 800.000 Einnahmen, zumindest. Aber 800.000 ist auch nicht schlecht. Ich bin gleich wieder da. Ist voll fertig. Alles klar. Ich mach mit der 13 jetzt weiter. Okay.
Sind wir noch mit dem Roadtrain unterwegs? Neu beschriften? Bitte? Wolltest du sie neu beschriften? Ja. Ja, das Gespann hat irgendwie auf merkwürdige Art und Weise jetzt so einen mega langen Bremsweg. Mit 130.000 Meter Grundriss. Woran das wohl liegt? Ja, Kompost wiegt was. Kompost ist schwerer, wie es Geld dafür gibt. Keine Ahnung, ich habe keinen Kompost. Ja, dann fahrt man mit Kalk. Mir auch nicht mehr. Ja, du kannst dich betreuen. Bei den Hühnern hattest du mitgenommen, Alex, oder? Ja. Okay. Und die nächste. Sag mal, du musst nicht alles beschriften, Marcel. Doch, das kann man immer gut als Bremsstopper nehmen. Oh. Warte mal, lebst auch nach dem Motto angeleckt meins, oder? Hey, Konto 9. Das macht ja schon meine Tochter. Macht das schon? Ja. Das sollen wir nicht weiter thematisieren. Jenny, du meinst so ein Keks liegt hin, so nach dem Motto, da hast du, kannst du essen. Genau. Kenn ich auch. Mit Matze auch so, oder? Nein, das kleinste Bargeld. Okay. Ja. Hoppa! Willst du gehen raus? Nussstangen hatten sie mal daheim. Ja, ich sag ja, ich hab einen Holzwurm. Im Schlafzimmer. Ich dachte, ein Sägewerk. Nein, Holzwurm. Wir haben Bretter geschnitten, also längs der Baumstamm. Holger, was war das denn gerade auf der Brücke? Das war fahrerische Kunst, bin ich runtergefallen von der Brücke. Hast du versenkt? Nein, nicht. Ich konnte noch bremsen. Kurz vor der Wasseroberfläche. Der bremst verliert. Keine Kompost im Lager. Alex? Ja, ich weiß, ich bin falsch gefahren. Du musst rechts rum. Bitte Wendler. Aber auch bald eine Anhänger, die Abfahrgespanne irgendwie, ne? Boah, mehr wie eins kannst du doch nicht fahren. Wenn wir auf dem Felder stehen, da haben wir mehrere Drescher, die arbeiten an unterschiedlichen Stellen. Jens, kriegst du den Stumpen noch weg? Ja, den habe ich nicht gesehen. Soll ich mal wieder in der Käserei? Was denn? Ja, genau. Ja. Den Milch. Laternenfräsen funktioniert nicht so ganz. Kommt nicht durch. Kannst ja mal versuchen. Ja, habe ich ja gerade. Gibt Metallschnittchen. Die rosten bei Regen. Alter, war ich ja lecker. Nö. Bei mir nö. Nicht? Nee. Nee, mir auch nicht. Dann war's nö. Individuelles Leck.
Aber sowas. Ja. Was machst du denn hier, Holländer? Was? Praktisch, du hockst neben dem LKW. Das ist Thumbnail auf jeden Fall. Was macht der Holländer? Der muss, ne? Brauchst du Hilfe? Nein. Nein, ich will es alleine schaffen. Okay. Sonst kriege ich es nie hin. War nur eine Frage. Ja, damit ist Kontroll sitzen für mich. Ja, was brauchen wir noch irgendwo? Irgendwas braucht alles. Ja. Erste. Ja, Erden. Und Paletten, Leerpaletten in Brauerei. Das sind ja einfach Kalfleerpaletten, oder? Ja, aber die produzieren ja so schnell. Was willst du jetzt da oben alles wegmachen? Alles. Einfach weg damit. Oder nur untere? Beide. Ja. Einmal Radikalkur bitte. Das hab ich. Ja, okay. Also Glatze. Einmal Atombombe. Nee. Napalm reicht. Dann bleiben aber keine Hackschnitzel über. Aber sich über mich beschweren. Man merkt halt, dass bei uns immer noch Freitagabend kurz vor 12 ist. Ja. Wer damit nicht klarkommt, muss ausmachen. Fertig. Was ist los? Keine Ahnung. Wir haben den Sarkasmus gefunden. Dazu. Sarkasmus, schwarzen Humor und jede Menge Ironie. Alles gibt gratis in der Donnerstagsfolge. Ganz genau. Warum meckert er jedes Mal, dieses Land ist nicht zugänglich? Weil wir es noch nicht gekauft haben. Bitte? Ja, da war ja was. Aber der Brooks ist das eigentlich egal. Wo ist unser Double gespannt vor der kleine Anhänger? Was steht bei dem 24er Feld? Oh, okay. Das für das kleine Feld reicht das ja locker. Manchmal sind die Baumstümpfe aber irgendwie, ja, ne? Dezent. Hart wie Beton. Nee. Rein wie eine Ameise. Marcel. Mhm. Die Lascheballen? Jo. Eigentlich schon wieder. Na, und auf den Feldern, wo Vermehrungsgras drauf ist, machen wir dann irgendwann mal Gras. Ich sehe, was du platziert hast, Torg. Ah, ich habe noch nichts platziert. Doch. Ich habe neue Spielzeug mitgebracht. Doch. Was meinst du denn? Ein Kögel bei der Zellstoff. Ah, das meinst du. Ja, doch, den habe ich da schon platziert. Offensichtlich. In weiser Voraussicht. Hawk bereitet schon vor für die nächste Vorbereitungsrunde. Genau. Schon Challenge-Ideen eigentlich für nächste Woche? Ja, wir haben ein, zwei Ideen, also aber ich werde nochmal mit Tamara schwätzen. Jetzt haben wir für Blödsinn ist die zuständig. Blödsinn? Ja. Wie kann man das zum besten anschreiben? Minimal sadistisch. Oh. Oh.
Sagen wir es mal so, seit der letzten Challenge war sie nicht mehr hier. Alles halb so wild. Ja, und dabei habe ich die ja noch verschärft. Mhm. Hat die also nicht so gefallen? Wem hat was gefallen? Sprich es nicht an. War ja auch üben. War doch gut, letzte Challenge. Na, 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 na. Na, 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 na. Also Fahrstunden geht nicht immer noch rein, ne? Ja, wenn ich Zeit finde. Also ich hab's gerade irgendwie geschafft gehabt. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich hab's hingekriegt. Aber in Real ist auch einfacher als im Spiel, finde ich. Ja, für das erste Mal den zweiten Platz müssen wir nächste Woche mal wieder Erster werden, oder nicht? Das können wir mal Haken dran machen. Ja. Nächste Woche machen wir Drehschemel vorwärts vorn. Jenny, wir nehmen gleich Ding und... Nein. Achso, vorwärts. Ja, vorwärts geht. Vorwärts. Micha? Hier? Ich platziere jetzt die zweite Heutrocknung. Alles klar. Ich schäme vorne ran und dann einmal über die Karte. Ich hatte gerade 600. Jetzt weiß ich, was wir machen könnten. War schon ein paar Mal 1500 heute hoch. Ach, so hast du es gedacht. Das ist genial. Ich bring gleich Diesel. Hä? Nicht schon wieder Drehschemel. Micha, was macht ihr? Nix. Quatsch. Nee, das ist optimal. Ich ahne Böses für nächste Woche. Ich auch. Das hat nichts mit der Challenge zu tun. Wir haben nur unsere Heutrocknung etwas erweitert. Wortwörtlich. Hä? Alle in Halle. Ach, dass du gleich durchfahren kannst durch beide. Richtig. Ja, das ist geschickt eingeschiedelt, ja. Wenn noch ein 2 Millionen Liter Anhänger und dann wär's top. Micha, eigentlich müssten wir die Ballen halt jetzt weiter vorne hinsetzen. Nix ist. Auf der Straßenseite. Die bleiben da. Noch mal wieder Gras und Heu umwandeln, oder? Da sind wir bei. Habt ihr noch 101.000 Liter Heu auf Lager? Noch Giok in unseren Fahrzeugen. Stimmt wohl. Wie wenig? 101.000 Liter willst du? 101.000 Liter. 100.000. Ja. Rock, aber um den Preis hätten wir genauso gut den Großhandel verkaufen können. Ja. Dann wird's hinten stehen. Das hätte aber dann wieder mit der Werkstoffhalle nicht gepasst. Ja, auch wieder wahr. Weil sonst würden wir da, ja doch, wir würden da eventuell rauskommen. Schotterfläche halt. Ja. Oder halt nochmal umplatzieren. Noch ist es möglich. Moment. Wenn wir den Großhandel wegmachen. Alex, lädst du mal das Soja aus dem Lager? Soja, ja. Dann weiß ich, was ich damit nächste Woche machen möchte. Ein schwebender Baum. Oder wir drehen jetzt komplett durch und setzen noch eine dritte davor. Richtiges Industriegebiet. Noch eine Silage nach BGA setzen, oder? Noch eine Silage nach BGA?
Oder was meinst du, mein Fermenter? Oder was meinst du? Ja, von Fermenter nach WGR. So hinbringen. Der kommt eh weg demnächst, der Fermenter. Brauchen Platz für andere Produktionen. Haben wir nichts mehr für die Lage zu machen, ne? Für die BGR. Ja, das geht ja schnell. Ja, das geht schnell, aber muss man tatsächlich überlegen, was bringt einem mehr. Die Geld verdienen und die anderen noch wieder hier eine bezahlen für eine weitere Produktionslizenz. Das hat jetzt schon was. Ja, aber noch das Problem, dass die dann immer wieder alle Geld haben wollen, wenn wir die Sechse abreißen und eine andere Sechse bauen. Und vor allem, die kommen immer noch perfekt aus der Werkstoffhalle raus. Ja. Aber darüber können wir uns das nächste Mal kurz erreichen, sogar in 2 Wochen. Genau. Warten und dann Käserei. Ja. Aber dann müssen wir trotzdem, wenn das jetzt die Käserei kommt, der wegklaut. Dann erklärt uns zwar für bauen verrückt, wir wieder eine 6, aber wir müssen wieder bezahlen. Ja. Wir denken uns ja schon was dabei. Aber wenn wir die Fermente wegholen und dann neue platzieren, müssen wir auch bezahlen. Ja. So. Du sollst doch nicht immer das Tor zumachen. Sozusagen. Hab ich doch gar nicht. Eine abbauen oder eine wieder aufbauen, die ist dann kostenfrei und noch eine weitere, für die müssen wir dann Ausgleich zahlen. 2 weg, 1 zurück. Jetzt bei wir nicht. Das Bild ist drin. Nur noch für eine bezahlen. Ja. Irgendwie noch 400.000-500.000 an Lizenzgebühren bezahlen für weitere Produktionen, das ist so ein bisschen heavy. Haben wir schon in Terraforming versenkt. Du könntest theoretisch nochmal einen mit Diesel, weil das brauchen wir jetzt in Massen. Ja, ich wollte jetzt schon mal anfangen zu befüllen, weil... Oder das. Soja ist geladen, Jenny. Danke. Nee. Ja, nicht schlecht. Die Lagerhalle würde ich wahrscheinlich auch auf dieses blöde Stück Gras machen, ne? Da, wo wir auch die Brauerei gestellt haben, auf das Stück. Da kommen, glaube ich, ganz entspannt 2 Lagerhallen rauf. Ja, da können wir 2 hinsetzen. Terraforming, Graswerk und Asphalt oder Beton. Sieht ein bisschen besser aus. Also wenn von euch noch einer Zeit hat, der kann einen LKW und Diesel runterbringen. Dann machen wir auch. 50.000. Weil wir es brauchen, aber die ersten, weil sie das erste Produkt fertig haben. Mhm. Ja, und Silage kann ruhig alles, was wir haben, hier rein. Haben wir hier ein bisschen auf Vorrat. Aber ich glaube, die Produktionsdiskussion machen wir dann im Livestream weiter, oder? Vielleicht. Ja. Bei den Blüten gibt es jetzt auch Tiere. Oh, habt ihr auch Tiere? Was habt ihr denn? Beine. 100 Stück. Ratten. Ja, Ratten. Was denn? Ratten. Ratten. Pass auf mit Corona. Keine Kühe. Keine Kühe? Hühner? Nein. Was Schweine? Ja. Ja. Und mit Ach stimmt, Kühe. Wolle. Wolle. Hm. Wolle, du hast auch nie so viele Paletten. Ja, aber das dauert noch 2 Wochen. Denk dran, wir spielen hier ohne Seasons. Ja, aber denk dran, eine Palette Wolle sind nur 1000 und du brauchst dann, wie viele Paletten brauchst du denn? Aber es ist ein Selbstläufer, ne? Ja, gut, muss auch ein bisschen verpflegen, aber... Ja, Wasser und Gras. Alles andere läuft von alleine. Du brauchst ja mehrere dann, ne? Weil einer wird ja nicht reichen, denke ich. Was? Ein Schaf? Nee. Ein Schaf. Ja, das könnte eng werden. Ich muss nur Bescheid sagen, dann komme ich jeden Tag vorbei zu melden. Sehr beschön. Also in der Hoffnung, dass es kein Bock ist. Schafe passen da rein. Das wird lustig. Bis dann 250. Käsefabrik reinkommen. Für den Schafskäse. Schafskäse. Stimmt. Das wäre noch genial.
500.000. Du brauchst 500 Paletten Wolle. Ich. Ja, ne? Gesundheit! Danke. Ich glaube eher, Holger hat einen anderen Plan mit der Wolle. Aha. Ich glaub's auch. Der Plan nennt sich Einlagern. Der Held, das habe ich doch gerade gesagt, dann braucht er 500 Paletten, oder nicht? Um das einzulagern. Ich würde eher behaupten, er spekuliert auf deine neue Produktion. Ja, das glaube ich nicht. Das macht keinen Sinn. Das sollte Danny machen. So machen, nein, dass er keinen Sinn hat. Nein, so spekuliert Holger zu 100% nicht. Nicht? Du kennst mal ihn. Ach, natürlich spekulierst du nicht auf die Textilfabrik. Du wüsstest nicht mal irgendwelche Verkaufspreise oder irgendetwas. Das wäre viel zu viel Ungewissheit. Wird Holger safe nicht machen. Das ist noch nicht berechenbar. Das ist klar, das ist. Ja, so gut kennen wir Holger, das wäre. Das ist Quatsch. Aber ich nehme das jetzt behauptet, würde ich ihm nicht glauben. Safe nicht. Aber ich nehme diesen Punkt jetzt als Anlass zu sagen, du hast angefangen, genau, was daraus wird aus den Wollschafen, sehen wir dann im Livestream. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schönen Tag. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.